Geeignet, erforderlich, verhältnismäßig. Mit diesen Worten verteidigt Angela Merkel vor dem Bundestag die neuen Corona-Maßnahmen. Die Verlängerung des Lockdown-Light. Denn das Ziel der Trendwende bei den Infektionen sei noch lange nicht erreicht. Und es ist nicht auszudenken, wo wir heute stünden, wenn wir vor 4 Wochen, als es buchstäblich 5 vor 12 war, nicht zu dieser nationalen Kraftanstrengung bereit und in der Lage gewesen wären. Wir haben gestern noch mal herausgearbeitet, dass das A und O des Umgangs mit dem Virus und des Verhinderns einer Infektion ist, Kontakte zu reduzieren und wenn sie stattfinden, sie eben unter den allgemeinen Regeln stattfinden zu lassen. Das Ziel von Bund und Ländern, der sogenannte 7-Tage-Inzidenzwert, soll wieder auf das Niveau von maximal 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sinken. Aus dem angestrebten November-Wellenbrecher sei ein Dezember-Stillstand geworden, sagt FDP-Chef Christian Lindner und fordert eine längerfristige Strategie. Der Kanzleramtsminister sagt, am Morgen nach der Runde im Kanzleramt, heute in den Medien, dass man bis mindestens März mit diesem Stillstand rechnen müsse. Gibt es demnach dann auch im Januar, Februar und März Hilfen für die von Schließung betroffenen Unternehmen aus dem Bundeshaushalt? Für die AfD sind die neuen Maßnahmen von zweifelhaftem Nutzen. Die Beschlüsse der Regierung seien schlimmer als die Folgen der Corona-Pandemie selbst. Den größten Schaden haben sie unserer Wirtschaft, unserem Mittelstand und unserer Rechts- und Verfassungsordnung durch das dritte sogenannte Bevölkerungsschutzgesetz zugefügt. In rekordverdächtiger Eile haben sie sich einen Blankoscheck für fundamentale und einschneidende Grundrechtseingriffe aufstellen lassen. Wie es im Januar weitergeht, lässt Angela Merkel offen. Vor Weihnachten wolle sie noch einmal mit den Länderchefs beraten. Dass es vorher Lockerungen gibt, davon geht die Kanzlerin nicht aus.